bin der Kai Uwe, arbeite bei der Firma Engelhorn in der Skiabteilung und möchte euch heute ein kurzes Video zeigen zum Thema Visierhelme. Seit einigen Jahren voll im Trend liegen Visierhelme. Wir möchten euch heute zeigen, worauf ihr beim Kauf eines Visierhelms Wert legen solltet. Da ist zum einen vor allen Dingen das Visier. Visiere gibt es in verschiedenen Helligkeitsstufen. Idealerweise, wenn ihr kein Wechselvisier habt, ist die Helligkeitsstufe S2 mit einem sogenannten Light Mirror drauf, also einer leichten Verspiegelung. Die lässt euch bei fast allen Witterungsbedingungen sehr gut sehen. Viele Modelle bieten euch auch Wechselvisiere an. Da habt ihr dann in der Regel eine orangefarbene Scheibe als kontrastverstärkende Scheibe für ganz schlechtes Wetter und eine dunkel getönte Scheibe für sehr gutes Wetter. Das bietet natürlich ein breiteres Anwendungsspektrum. Allerdings muss man dann die Scheibe dementsprechend eben auch wechseln. Und das sollte sich jeder von vornherein überlegen, ob er das am Ende auch macht oder nicht. Die dritte große Gruppe sind die Helme mit selbsttönenden Visieren. Dabei passt sich die Helligkeit der Scheibe den Witterungsbedingungen an. Die meisten Scheiben tönen sich im Helligkeitsbereich von S1 bis S3. Ganz selten gibt es auch S0 bis S3. Damit werdet ihr dann dementsprechend wieder für alle Witterungsbedingungen optimal gerüstet. Meist verbreitet ist eben die S2-Scheibe mit dem Light Mirror. Und an unserem Beispiel wollen wir euch jetzt einmal zeigen, worauf ihr dann achten sollt, wenn ihr euch einen solchen Helm ausgesucht habt. Wenn ihr den Helm aufsetzt, dann müsst ihr eben prüfen, ob vor allen Dingen das Visier ideal zu eurer Kopfform passt. Entscheidend dabei sind vor allen Dingen die Seiten und auch die Nasenpartie. Wenn ihr den Helm aufhabt, dann schließt ihr einfach das Visier und dann merkt ihr eigentlich sofort, ob euch das Visier in irgendeiner Form auf die Nase drückt oder ob es dort angenehm anliegt. Und was jetzt ganz wichtig ist, dass ihr wirklich am besten vor einem Spiegel mal schaut, dass diese Dichtung des Visiers ideal komplett von hier hinten bis über den kompletten Nasenrücken auf der Haut aufliegt. Dann seid ihr sicher, dass keine Luft dahinter zieht und ihr den ganzen Tag ein hervorragendes Fahr- und Sichtvermögen habt. In meinem Fall hat das ja jetzt mit der Brille schon ideal gepasst, weil ich auch eine sehr kleine Brille trage. Die Firma Atomic bietet aber zum Beispiel als eine der ganz wenigen Firmen noch die Möglichkeit, über einen Adapter das Visier noch ein Stückchen weiter vom Helm wegzubringen, sodass auch größere Brillen ganz unproblematisch unter das Visier passen. Zum Transport eures Visierhelms empfehle ich euch dringend, immer einen Visierschutz drüber zu machen, weil wenn euch das Visier verkratzt, es wird ein teurer Spaß, das zu ersetzen. Abschließend würde ich euch gerne noch sagen, dass Visierhelme nicht nur was für Brillenträger sind, sondern dass sie einfach sehr bequem am Kopf sind und dass sie den ganzen Tag hervorragend zu tragen sind. Und von meiner Seite aus jetzt viel Spaß im Schnee!